Hallo, ich habe vor 2 Tagen das Buch Kara Günlük, die Geheimtagebücher des Desperado gelesen. Mir hat das Buch super gut gefallen. Es ist 2010 im Unrast Verlag erschienen und damals habe ich es schon von einem Freund geschenkt bekommen, mit dem ich es dann später gegenseitig vorgelesen habe. Das ist ja jetzt ein paar Jahre her und ich habe das meiste auch vergessen. Wenn ich irgendwie was höre, dann nehme ich es auf jeden Fall auch anders auf, als wenn ich es lese. Und ich habe es danach gleich verschenkt. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, es neulich auf einem Bücherflohmarkt zu finden. Der Buchrücken sagt, es ist eine lustige Liebesgeschichte, maskiert als Widerstandskampf und ein gelebter Widerstand, maskiert als Liebesgeschichte. Also diese beiden Aspekte sind drin. Ich hatte tatsächlich diese Liebesgeschichte ziemlich vergessen. Aber das hat mir jetzt beim Lesen auf jeden Fall gut gefallen. Das Buch ist so aufgebaut, dass es wie Tagebucheinträge sind. Und der Desperado zählt runter bis zum Tag der Revolution of Color, auf die er hinarbeitet. Der Desperado lebt in Berlin und ist häufig an der Uni. Die Uni ist auch der häufigste Raum, in dem er handelt. Er geht in Seminare und erlebt dort häufig Rassismus, den er dann kritisiert, aber nicht nur für sich, sondern er unternimmt was. Er kritisiert das öffentlich im Seminar, geht gegen DozentInnen vor, geht gegen andere Kommilitonen vor, die als Weißdeutsche einfach komplett rassistisch sind. Und er zeigt dabei enorm viel Energie. Also ich finde es echt beeindruckend, wie optimistisch und energiegeladen die Hauptperson ist, was mir Spaß gemacht hat zu lesen. Und so ein bisschen stellt er sich als Einzelheld vor, der so gegen den Rassismus kämpft. Aber der Ton dabei ist häufig eher sarkastisch und ist so ein bisschen, naja. Ich habe es zumindest so interpretiert, als ob er das mit so einem Augenzwinkern über sich sagt und dazu beigetragen hat, dass in diesem Buch auf jeden Fall einige starke, ich würde sagen, feministische Frauen sind, die ihn sehr gut wieder zurechtweisen können und wo die Interaktion zwischen denen einfach sehr angenehm ist. Wo man merkt, dass diese Darstellung, er sei so ein krasser Macker, dann doch nicht so wahr ist und dass ja auch gar nicht sein Anspruch ist. Also er hat auf jeden Fall den Anspruch von Gleichberechtigung und da gehört Gleichberechtigung der Geschlechter auf jeden Fall auch dazu. Das heißt, sowohl die Handlung hat mir gefallen, als auch die verschiedenen Charaktere, die darin vorkommen. Er zeigt verschiedenste Menschen, die alle, oder zumindest wo die meisten auf jeden Fall von antimuslimischem Rassismus betroffen sind und wie sie damit einfach auch umgehen, täglich Rassismus zu erleben. Eine Sache, die ist gar nicht so zentral in diesem Buch, aber die hat mir sehr gut gefallen, dass ich sie mir so gemerkt habe, ist, dass er an einer Stelle versucht, den Begriff des Strebers wieder cool zu machen. Fand ich sehr ansprechend auf jeden Fall und lustig, wie er das beschreibt. Dass er plant, dass das Wort Streber irgendwann als Auszeichnung über eine Person gesagt wird. Also so viele kleine lustige Ideen sind in diesem Buch drin. Und andererseits sind hier sehr viele wissenschaftliche Informationen auch drin. Also Sachen, die ich aus kritischen Geschichtswissenschaften oder oder aus der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Rassismus kenne, drin, die die Hauptperson anderen Leuten erklärt und erzählt und das aber für mich hauptsächlich sehr angenehm. Also es ist ein krasser Input, den man durch dieses Buch bekommt, wobei ich ja beim ersten Lesen auch das meiste gar nicht so doll in der Tiefe verstanden habe, aber Ansatzpunkte sind, von wo aus ich mich mit einzelnen Themen beschäftigen kann, dass ich auch schon mal Begriffe zum Beispiel gehört habe, um dann genau herauszufinden, was diese Begriffe bedeuten. Also ich glaube,
Die Geschichte ist einerseits für Leute zu verstehen, die sich noch nicht so viel mit Rassismus theoretisch auseinandergesetzt haben, aber andererseits wird die Tiefe, was der Desperado sagt, erst verständlich, wenn man sich schon ein bisschen mit Rassismus auseinandergesetzt hat, falls das irgendwie Sinn macht. Also für unterschiedliche Leute ist halt unterschiedlich was dabei einfach. An einer Stelle kam es mir etwas belehrend vor, was er gesagt hat, aber das war auf einer einzigen Seite. Den Rest fand ich eine gute Mischung zwischen die Geschichte voranbringen und Wissen vermitteln. Mir hat das Lesen auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich bin wie immer interessiert an anderen Meinungen, ob ihr es gelesen habt und was euch da besonders dran gefallen hat oder ob es euch überhaupt gefallen hat und ob ihr vielleicht vergleichbare Bücher noch kennt und mir empfehlen könnt. Das war's. Bis bald.